Ich habe ja eine Landschaft, eine Stadtansicht gemacht, dann von Basel. Da hatte ich mir ein altes Foto genommen und dachte, ich mache das jetzt hier mit einem ganz weichen Stift. Das ist von der Marke Kohinoor. Und mit dem Stift kannst du eben ganz weich malen, ohne dass man jetzt da so ganz harte Konturen sieht. Ja, also. Hier ist, wo das kann man dann mit so einem Stift machen, der das einfach so verschwimmt. Und da habe ich mir gedacht, das ist fast schon ein bisschen gemalt, mehr so als das mit so einem harten Stift. Also ich würde hier ganz einen weichen Stift nehmen, um dieses auch dieses Vergangene eben besser darzustellen, so dieses Weiche, dieses auch dieses Warme, was in der in dieser Vergangenheitsdarstellung auch irgendwo mitschwingt. Ja, und dann, dass das Ganze eben auch so eine gewisse Unperfektheit bekommt, nicht so was Hartes, wie das heute in der Architektur so dargestellt ist, sondern eben so dieses Weiche, dieses Unperfekte, Wackelige, Ungenaue. Also was ich besonders interessant finde, ist, dass man eben hier mit diesen ganzen feinen, mit diesem dicken Stift ganz flächig malen kann, ohne dass man jetzt die einzelnen Striche sieht. Ja? Also besonders hier so in diesem Bereich, zeigt es mal. Ne, das kann man nicht. War heute das, was ich euch jetzt zeigen wollte. Dann freue ich mich dann schon. Ja, bin gespannt, was ich dann das nächste Mal so mache. Ja, bis dann.